Stadt der Träume, Stadt der Visionen. Die Zukunft der digitalen Stadt. Wie sieht denn deine Vision von Karlsruhe in der Zukunft aus? Also wenn ich Karlsruhe jetzt gerade so angucke, ist es halt voll mit Baustellen. Aber ich finde, so mehr Grün in der Innenstadt wäre eigentlich ziemlich gut, weil das vielleicht auch so ein bisschen den Hitzestau dann verringert. Ich fände es gut, wenn es mehr Fahrradwege gäbe. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann auch keine Straßenbahnen mehr gibt, sondern vielleicht so, wie man es aus Zukunftsfilmen kennt, so kleine Waggons, wo man dann nur draufspringt und wieder rausgeht. Es wird Ampeln geben, die mit den Autos kommunizieren. Wenn ich hier in die Stadt reinfahre, dann werde ich schon in 3 Kilometern wissen, wie schnell ich fahren muss, damit die Ampel dann grün ist. Die von einem Traum inspirierte Stadtgründung hat sicherlich dazu beigetragen, aus Karlsruhe eine offene und zukunftsorientierte Stadt zu machen. Könnten neue Technologien vielleicht Karlsruhe verändern? Ja, das weiß ich nicht. Das liegt in der Zukunft. Heutzutage ist das ja alles so schnelllebig. Glaube ich, also es fängt ja jetzt schon an, dass da viele Leute alles im Internet bestellen. Ich glaube, deswegen wird die Innenstadt so ein bisschen anders aussehen. Also wir werden weniger Ladengeschäfte haben, wir werden vielleicht hoffentlich mehr Cafés haben. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann nur noch so ein kleines Gerät im Büro hat und dann drückt man drauf und dann kommt so alles, was man braucht, als Hologramm. Vielleicht wird es eher wieder so ein bisschen wie vor 100 Jahren zurückentwickeln, dass man halt mehr läuft, mehr Fahrrad fährt. Karlsruhe ist heute eine Erfinderstadt mit barocken Wurzeln. Wie aber sieht Karlsruhe in 300 Jahren aus, wenn in der Smart City das vernetzte Leben Realität sein wird? Dadurch, dass ich vernetze, dass ich in der Stadt vernetze, die Menschen vernetze, kann alles schneller ablaufen. Ich kriege schneller Informationen, ich kann schneller Informationen versenden. Aber das ist eben auch das Risiko, dass man den Überblick verliert. Also die Risiken, Gefahren, wenn man diese gruselige Vorstellung hernimmt mit dem Chip im Kopf, natürlich, dass auch von außen anzapfbar ist. Also Google sucht dann quasi persönlich für mich. Die wissen, was ich gerne suche und die wissen meine Vorlieben und geben mir dann auch extra für meine Vorlieben was aus. Das heißt, ich komme niemals auf einen anderen Gedanken oder niemals. Ich sehe eigentlich dann irgendwie, ich glaube, das wird immer schlimmer, ich sehe seltener was von außerhalb. Das heißt, ich zensiere mich quasi selbst durch meine eigenen Suchanfragen immer. Manchmal tun einem die Jugend leid, was sie alles leisten müssen. Wir haben auch viel geleistet, aber die Hektik war halt doch nicht so und der Stress. Ich glaube, viele Leute sagen so, ja, es gibt diese riesigen Veränderungen. Und wenn man dann mal genau hinschaut, hat man vor 100 Jahren eigentlich das Gleiche gemacht. So, wenn man auch die Geschichten anhört, was die Leute sich so gegenseitig erzählen, so viel hat sich auch nicht geändert. Die Chance für die Zukunft sehe ich, dass wir, was wir heute schon ganz stark oder viel mehr verstärken müssen, schon angefangen haben verstärken müssen, ist, dass die mit den neuen Technologien die Umwelt entlasten. Zum abschließenden Traumgespräch sammeln wir Ideen und Visionen für das Karlsruhe der Zukunft mit Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Dr. Andrea Buddensieg, Kuratorin am Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, der Leiterin des Game Lab Karlsruhe Greta Luise Hoffmann und Dr. Simone Kimpeler, Leiterin des Competence Center Foresight am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Professor Dr. Caroline Robertson von Trotha, Direktorin des Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale am KIT, moderiert. Diskutieren Sie auch mit.